Dann darf ich Sie und euch begrüßen zu unserer Pressekonferenz vor unserem Heimspiel am Samstag hier im Karl-Benz-Stadion SV Waldhof Mannheim gegen den SC Freiburg 2. Derzeit sind wir bei ca. 5.000 verkauften Karten und 50 Gästefans werden die Mannschaft aus Freiburg mit in die Kurpfalz begleiten. Bei mir auf dem Podest wie immer unser Cheftrainer Rüdiger Rehm. Hallo Rüdiger. Hallo, servus in die Runde. Rüdiger, dann zunächst die Frage wie immer zum Anfang. Wie war die Trainingswoche? Ja, zunächst mal war natürlich ein sehr, sehr emotionales Spiel am letzten Wochenende mit dem Spiel in Saarbrücken, wo wir natürlich schon ein bisschen enttäuscht waren am Ende, nachdem lange in Führung waren, beziehungsweise bis kurz vor Schluss in Führung waren, dass dann eben noch der Ausgleich passiert ist. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass es ein gerechtes Unentschieden war, aber wenn man eben so nah dran ist, dann will man das auch nach Hause fahren und das ist das, was uns im Moment noch so ein bisschen fehlt, das sind die Ergebnisse. Und da müssen wir gucken, dass wir schleunigst dran arbeiten, dass wir nicht nur ordentliche Leistungen bringen, ja, auch wenn wir uns in Saarbrücken in der ersten halben Stunde ein bisschen schwerer getan haben, aber dann in ein Spiel reingefunden haben, das ist auch immer sehr, sehr wichtig. Und dann geht es eben darum, diese Spiele nach Hause zu bringen, den zweiten Konter zu setzen oder eben die Null hinten zu halten. Und das ist die Aufgabe, die wir uns natürlich auch für die nächsten Wochen vorgenommen haben. Jetzt kommt eine englische Woche und die Trainingswoche insgesamt war ordentlich, auch wenn wir ein paar angeschlagene Spieler hatten. Trotzdem haben wir eine ordentliche Trainingswoche gehabt und sind gut vorbereitet auf Freiburg. Du hast angesprochen Freiburg. Was für ein Spiel erwartest du und was sind die besonderen Charakteristiken beim Spiel gegen so eine junge Mannschaft? Ja, erstmal ist es natürlich immer so ein bisschen nichts Genaues, was man weiß über den Gegner, was an Personal kommt. Ja, die erste Mannschaft hat jetzt auch eine englische Woche in der nächsten Woche. Deswegen weiß man nicht, was runterkommt. Die spielen am Sonntag noch in der Bundesliga. Deswegen ist es immer so ein bisschen eine Wundertüte, was bei der zweiten Mannschaft auf uns zukommt. Deswegen ist das Hauptaugenmerk natürlich auch auf uns gerichtet, aber die Mannschaft zeigt schon, dass sie Qualität hat. Es ist schon eine Mannschaft, die im Endeffekt auch sehr, sehr kompakt agiert, sehr, sehr kompakt steht, ja, und auch nach vorne hin sehr, sehr viele spielerische Ansätze hat. Was ihnen im Moment noch fehlt, ist die Durchschlagskraft bzw. auch die Ergebnisse in den ersten Spielen, aber man sieht schon, dass da eine Qualität vorhanden ist, die sich entwickeln wird und die, glaube ich, auch über die Saison hinweg noch sehr, sehr positive Schlagzeilen sorgen wird, auch wenn es eine sehr, sehr junge Mannschaft ist, wie es immer bei den zweiten Mannschaften so üblich ist, aber es wird auf jeden Fall eine schwierige und eine geduldige Aufgabe für uns, diesen Gegner im Endeffekt dann auch zu knacken. Ja, das haben die letzten Spiele auch gezeigt, auch gegen Ingolstadt. Ingolstadt hat sich 60 Minuten sehr, sehr schwer getan, ja, hat glücklicherweise ins 1-0 gemacht und konnte daraus dann so ein bisschen profitieren und hat dann mit dem 2-0, 3-0 und 4-0 dann im Endeffekt auch den Bann gebrochen. Aber das war schon eine sehr, sehr schwierige Aufgabe und in Bielefeld zu gewinnen ist auch nicht alltäglich. Deswegen wissen wir, dass Freiburg, auch wenn es einen Tabellenstand vielleicht im Moment nicht hergibt, aber das kennen wir in der Liga, dass da wirklich überall Qualität vorhanden ist, dass das keine leichte Aufgabe wird. Und hier zu Hause hoffen wir natürlich auf die Unterstützung auch von den Rängen, die uns auch in Saarbrücken sehr, sehr gut nach vorne gepeitscht haben in der Phase, wo wir nicht so gut drauf waren. Und deswegen freuen wir uns auf den Samstag, ja, auf den Gegner, der uns alles abverlangen wird und auf ein Publikum, was uns bis zum Ende unterstützen wird. Wie sieht es mit dem Personal aus? Ja, personell sieht es so aus, dass Julian Riedel natürlich noch gesperrt ist und Luca Bollay auch noch nicht zur Verfügung steht, angeschlagen ist. Und genauso sieht es bei Jonas Albenas im Moment aus, der noch nicht trainieren konnte oder nur individuell trainieren konnte, der eine leichte Zerrung davon getragen hat aus dem Spiel in Saarbrücken. Und dann haben wir, wie ich es schon angesprochen habe, so zwei, drei angeschlagene Spieler, ja, die mal ein bisschen weniger trainiert haben, dann wieder eingestiegen sind. Und deswegen werden wir abwarten, wer morgen alles das Abschlusstraining machen kann und dann uns am Samstag zur Verfügung steht. Und dann werden wir daraus die erste Elf wählen. Danke, Rüdiger. Dann würden wir bis auf Nachfragen und Handzeichen mit der Kollege Steven Kreuz das Mikrofon reichen. Und wir fangen an mit Alexander Müller für den Mannheimer Morgen. Ja, Sie haben gesagt, was uns noch fehlt, sind die Ergebnisse. Also finden Sie, dass die Ergebnisse, die ihr geholt habt, die Leistung nicht adäquat wiedergeben, dann, die ihr bisher in den Spielen gezeigt habt? Nein, denke ich schon. Ja. Ich glaube, dass wir ordentliche Leistung gebracht haben. Ja, dann gab es natürlich so Spiele wie Lübeck, wo du ein 2-0 hergibst, das nicht passieren darf. Ja, das sind dann auch so Momente, wo du einfach sagst, das musst du nach Hause bringen. Dann gibt es das Spiel gegen Ulm, wo wir uns selber geschadet haben mit den roten Karten. Trotzdem war die Intensität und die Bereitschaft absolut da. Aber wir wissen auch, dass wir es schaffen müssen, nach vorne hin noch mehr Torgefahr zu entwickeln, ja, wieder mehr Abschlüsse zu schaffen und hinten natürlich schauen. Ja, wobei ich da eine sehr, sehr positive Entwicklung sehe. Ja, aber da müssen wir natürlich auch noch schauen, dass wir die Null irgendwann stehen haben oder dass wir eben noch weniger Chancen des Gegners zulassen.
Ja, gegen Saarbrücken zweite Halbzeit, da wollen wir auch anknüpfen, hat der Gegner relativ wenig gehabt, kam sehr, sehr selten vor unser Tor und dann gab es eben trotzdem diese 87. Minute, wo eine perfekte Flanke und ein hervorragender Stürmer, der einläuft, eben dieses Kopfballtor macht und daran werden wir weiter arbeiten. Das sind Dinge, die müssen wir einfach weiter verhindern. Aber insgesamt bin ich mit den Leistungen mehr zufrieden als mit den Ergebnissen. Michael Wilkening, Rheinpfalz. Ja, Sie haben gerade gesagt, Sie wollen an das Spiel in der zweiten Halbzeit anknüpfen. In Saarbrücken würde das dann bedeuten, dass die Grundordnung, die dort gewählt wurde, dann jetzt auch die erste Option für den Samstag ist? Ja, Sie haben es ja gut gesagt, die erste Option. Also es gibt Optionen und ich glaube, dass wir beide schon oder alle einige Varianten schon gewählt haben. Wir haben in der Vorbereitung auch ein 4-3-3 gespielt. Wir haben jetzt häufig ein 4-2-3-1 gespielt, in dem wir uns sehr, sehr wohlfühlen. Ja, jetzt haben wir gegen Ulm aufgrund von der Unterzahlsituation auf eine Fünferkette umgestellt. Jetzt in Saarbrücken, um noch einen Tick besser Zugriff zu kriegen auf diese Offensive der Gäste oder des Gegners. Und jetzt müssen wir schauen, was uns für Freiburg hilft. Aber ich glaube, dass die Jungs gezeigt haben, dass sie sehr variabel sind, ja, dass sie auch bereit sind, da einfach zu neue Dinge zu probieren, beziehungsweise auch schnell umzustellen und sofort bereit sind, diese Dinge auch umzusetzen. Und das ist ein absolut positiver Aspekt. Und da werden wir natürlich weiter dran arbeiten. Und das hilft uns natürlich auch als Trainerstab zu sagen, okay, gegen den Gegner macht es vielleicht einen Tick mehr Sinn, mit einer Spitze zu spielen oder gegen den vielleicht auch mal mit zwei Spitzen und genauso in der Defensive mit einer Vierer- oder Fünferkette, geschweige denn Dreierkette, ja, ist ja dann immer eine verschiebende Richtung, ja, es ist ja sehr, sehr selten, dass fünf Mann auf einer Linie stehen und von daher sind wir da flexibel und können im Endeffekt auch reagieren, auch während des Spiels reagieren, wie wir es jetzt zweimal gemacht haben und das ist ein sehr, sehr positives Signal. Nochmal Michael Wilkening. Dann würde ich da nochmal anknüpfen wollen, wenn Sie sagen, es gibt mehrere Möglichkeiten. Würden Sie sagen, dass die Mannschaft jede einzelne in etwa gleich gut schon beherrscht, also dass man da ohne Reibungsverluste wechseln kann? Ja, man muss schon immer kleine Hinweise geben. Also ich glaube schon, dass wir es jetzt gut gemacht haben. Trotzdem haben wir in der Halbzeit nochmal nachjustieren müssen in Saarbrücken. Ja, wir haben aber eine Kompaktheit hergestellt ab Minute 30, ja, ab dem Wechsel von Albenas, wo wir dann auch gesagt haben, wir verändern auch ein bisschen was am System. Und das ist das Wichtige, trotzdem müssen wir immer wieder nachjustieren, weil du natürlich trotzdem in der Position eine andere Herangehensweise hast, ja, beispielsweise die Außenverteidiger bzw. Schienenspieler haben ein anderes Anlaufverhalten, genauso ist es in der letzten Linie Dreierkette, wo es dann eben auch vor allem ums nach vorne verteidigen geht, also sie haben da schon noch unterschiedliche Aufgaben, aber ich habe jetzt kein Gefühl, dass wir das nicht können oder dass wir da nicht bereit sind dazu. Aber natürlich muss man da immer wieder mal ein bisschen nachjustieren. Und das ist schon auch eine Übungssache, das immer weiter zu perfektionieren. Also es ist nicht so, dass man sagt, so, jetzt spielen wir drei und jetzt gucken wir, wie wir das machen. Sondern da ist schon wichtig, dass die Jungs dann auch aufeinander abgestimmt sind. Aber wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, meiner Meinung nach. Alexander Müller für den Mannheimer Morgen. Wird derjenige, der am Samstag im Tor steht, auch erstmal die Nummer 1 sein? Und wer wird das sein, der am Samstag im Tor steht? Ja, also zur Aufstellung sage ich ja grundlegend nichts, ja, weil ich meinen Kollegen natürlich auch nicht helfen will. Ich kann mir bei Freiburg auch nicht viel abgucken, weil der wird auch permanent gewechselt. Deswegen weiß ich, wie schwierig es dann ist, auf den Gegner sich vorzubereiten. Ne? Aber der am Samstag im Tor steht, wird seine Sache sehr, sehr gut machen und hat jetzt aber auch noch keinen Hinweis auf irgendwelche Sachen. Das ist genauso wie die in der Innenverteidigung spielen oder die im Sturm spielen. Ja, natürlich ist es ein bisschen eine andere Variante, weil man dann am Torwart meistens festhält. Aber ich finde, dass Lucien Havelock es sehr, sehr gut gemacht hat in den letzten Wochen und Jan Bartels natürlich als Nummer 1 in die Saison gegangen ist. Und deswegen werden wir sehen, wenn beide bei 100% sind, wer dann im Endeffekt den Vorzug erhält. Ronny Ding, Rhein-Neckar-Zeitung. Anknüpfen kann ich das so verstehen, dass der Bartels gegen Saarbrücken noch nicht bei 100% war und deswegen Havelock da gespielt hat? Das ist Ihre Interpretation. Nein, ich gucke mir das ganz genau an. Ja, ich sehe die Trainingseinheiten, ich sehe im Endeffekt die Arbeit der Jungs. Ja, und wenn beide bei 100% sind, dann werden wir auch natürlich dazu eine Aussage tätigen. Ja, ob es jetzt schon ist, das lasse ich noch offen, weil das wird dann für den Samstag vielleicht dann doch einen Hinweis auch geben. Und deswegen bin ich, glaube ich, da jetzt mal noch ganz, ganz ruhig und schauen wir das morgen nochmal an im Abschlusstraining und dann entscheiden wir wieder, wer am Samstag spielen wird. Aber wie gesagt, ich habe bei beiden überhaupt keine Bauchschmerzen. Und noch eine andere Personalie. Der Malte Karpstein war ja letztes Mal auch seit zwei Trainingswochen erst noch nicht erste Wahl. Wie weit ist er jetzt in seiner Fitness für Samstag? Ja, ist genau dasselbe. Ja, wenn man 3-4 Wochen raus ist, dann braucht man einfach auch wieder ungefähr eine ähnliche Zeit, um wieder anknüpfen zu können an seine Topleistung.
Und wenn die anderen natürlich nicht um so viel schlechter sind, dass einer, der mit 80% besser ist, dann muss er eben auch erstmal auf die 100% kommen. Malte war jetzt wichtig bei der Einwechslung in Saarbrücken und ich habe gehofft, dass er natürlich da auch diese Lufthoheit dann hat, die wir von ihm auch erwarten. Aber der Ball ist halt über ihn hinweggeflogen und da brauchen wir natürlich auch alle anderen noch mit dazu. Und von daher ist der Malte ein genauso wichtiger Baustein wie alle anderen Jungs. Ja, der Kader hat jetzt ein paar angeschlagene Spieler und dann ist es umso wichtiger, dass wir wirklich jeden versuchen, auch die bestmögliche Leistung ranzubringen. Und das ist auch jedem seine Aufgabe am Samstag, das auch abzurufen. Gibt es weitere Fragen? Du hast scheinbar alles gesagt, Rüdiger, was relevant ist. Dann bedanke ich mich für euer Kommen und dann sehen wir uns am Samstag wieder hier im KBN-Stadion. Bis dahin.